Wer hat hier eigentlich die ganzen Bäume angemalt? Ich befürchte, das war die Gang. Die Gang? Die Gengar-Gang. Die Gengar-Gang. Vergiss es einfach, geh nach Hause. Nein, ich will Meister Shugi treffen, den Boss der Giftmitglieder. Aber genau der hat mir gesagt, dass ich nur Mitglieder von Team Star durchlassen soll. Und ich sage dir, dass ich zu ihm gehen werde. Ich muss unbedingt mit Meister Shugi sprechen. Boah, jetzt lass mich endlich in Ruhe, du nervst echt übelst. Gift mit halluzinogener Wirkung, da sieht man schon mal bunte Farben. Ja gut. Das sieht nach einer Auseinandersetzung aus. Was möchtest du tun? Etwas sagen. Ach nee, nicht noch so ein Clown. Als neues Mitglied bei Team Star bekommt man echt nur die Drecksarbeit ab. Moment mal, ist das nicht diese Kate? Kate, das Mädel, das sich mit uns angelegt hat? Yep, das bin ich. Ich wusste es. Ernsthaft jetzt? Oh, Backe. Das ist gar nicht gut. Wir haben die ganze Nacht Videospiele gezockt. Die anderen schlafen alle noch. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen aufwecken. Hä, warum würdest du das tun? Wenn das Versteck ohne jegliche Verteidigung dasteht, steckt schließlich auch Meister Shugi in Schwierigkeiten. Ich schulde Meister Shugi mein Leben. Uns verbindet das Band der Kameradschaft. In Krisenzeiten müssen wir allen Widrigkeiten trotzen, um einander unter die Arme zu greifen. Ich habe keinen Schimmer, wovon du da sprichst, aber okay, danke für deine Hilfe. Okay. Du bist eine gemeine Schurkin, die es auf meinen Kameraden abgesehen hat. Ich werde mich dir mit all meiner Kraft in den Weg stellen. Ja, kämpfen wir. Okay. Hiya! Was haben die alle mit ihrem Hiya? Laszlo. Okay. Ja, dass der gemobbt wird und zu Team Star gehören würde, wundert mich nicht. Lubbock. Lubbock Level 30 erstmal weg, Hydro-Pumpen. Beckenass schweift. Batsch. Voll in Zeitlupe. Huah, batsch. Verdammt. Setz jetzt den Sproxy ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nein. Ich muss mir mal das Ei von dem Raben zurückholen. Fällt mir gerade so ein. Rabe hat noch mein Ei, so kann ich das Scheinera nicht geben. Als Verlierer werde ich mich nun in Stillschweigen hüllen. Sproxy sieht voll genial aus. Das beschreibt so den Geisteszustand vieler Menschen. Ja gut, das stimmt. Nanu, Scheinera entwickelt sich. Oh, genug Freundschaft. Dann gebe ich Scheinera halt nicht das Ei. Ich will auch gar nicht, dass Scheinera das Ei hat. Scheinera verdient gar kein Ei, die hat ein eigenes Ei. Wie entwickelt sich Scheinera? Über Freundschaft. Bleh. Jeder, der von einem Ei kostet, das Hytera gelegt hat, wird anderen gegenüber sorgsam und höflich. Na, er muss es nur dabei haben und ein bisschen leveln, dann geht das schon von alleine. Meister Shugi, verzeiht mir. Kate, ist alles in Ordnung? Ich habe Schmiere gestanden, als plötzlich dieser Lärm hier losging. Ich wollte schauen, was vor sich geht, also bin ich direkt hergekommen. Oh je, da kommt auch noch Verstärkung. Ist das ein Schüler der Akademie? Er sieht mir nicht wie ein Mitglied von Team Star aus. Wohl wahr, Team Star gehöre ich nicht an, aber Meister Shugi bin ich zutiefst verbunden. Ich muss ihn treffen, koste es, was es wolle. Er scheint seine Gründe zu haben. Ich werde mich kurz mit ihm unterhalten. Kümmer du dich bitte in der Zwischenzeit um das Versteck, Kate. Hey Brudi, lass uns doch woanders kurz plaudern, hä? Keine Sorge, es geht um nichts Schlimmes. Hey Brudi! Ring, ring! Du hast die Wache also besiegt. Kompliment. Hier lauert die Chi-Bande. Dabei handelt es sich um die Giftmitglieder von Team Star.
Ihr Boss Shugi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und kreiert die Team-Outfits. Er ist ein bisschen exzentrisch. Sein unberechenbares Verhalten macht es nahezu unmöglich, seine Handlungen vorherzusagen. Daher kann ich leider nicht abschätzen, wie er auf unsere Kampfansage reagieren wird. Besiege einfach so viele Pokémon des Teams, wie du kannst, bis Shugi selbst auftaucht. Es ist Zeit, der Chi-Bande ein Ende zu setzen. Leute, die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihnen, ihren Mitgliedern aufzunehmen. Jawollo! So, der Rabe. Habe ich Hundemann in der Liste jetzt ignoriert? Bin ich doof? Oh, alles durcheinander hier. Hä? Wo ist mein Hundemann? Suche aus. Ups. Jetzt habe ich es ganz kaputt gemacht. Ah, toll. Warum ist da hin? Dann das Wiesel, dann das Eichhörnchen, dann die Sonne, dann kommt da erstmal irgendwas zwischen, dann das hier, dann kommt da noch irgendwas zwischen. Dann der Rabe. Dann Hytera. Dann Azumarill. Und jetzt brauche ich Geweih her. Prima. Ja, auch sonst habe ich kein Problem mit der Sortierung der Boxen. Okay. Ja. Ring. Let's go. Okay. Krrrt, beep. Diese komischen Pfeifen von Operation Stardust sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir hell erstrahlen. Hergehört, Eindringling. Sollte es dir gelingen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss vielleicht höchstpersönlich um dich. Bla 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 bla. The same procedure as every day. Warum bist du so süß? Du bist nicht süß. Du siehst aus wie das eine Vieh aus Legend of Zelda. Oh, das sind Blutzucks. Das sind aber keine Gift-Pokémon. Ja, 10 Minuten sind schon wirklich reichlich lang.
Mehr habe ich nicht geschafft. Wir sind dir einfach nicht gewachsen. Schnell, ruf den Boss. Wieder so ein Auto. Stugi, Boss und Teamstars, Giftmitglieder. Okay. Ja, also die Starbegegnungen sind relativ repetitiv, oder? Ein zwei Pokémon und ein Auto? Ja. Ja? Ah. Verzeiht mir mein unangekündigtes Eintreffen, doch nun ist es Zeit für mich, Shugi, ins Rampenlicht zu treten. Ihr müsst die berüchtigte Cat sein, ihr habt Team Star Leid angetan, unverschämte Schurken. Mein Gift soll euer Niedergang sein. Ich, Shugi, schreite zur Tat! Baummann, schreite zur Tat! Achso, nee. Das war was anderes. Shugi von Team Star fordert dich heraus. Skunk-Tank. Wohlan, nun da ich hier bin, werde ich euch angemessen bestrafen. Oh, nicht so effektiv. Schade. Erstmal vergiften, das ist aber frech. Slimog. Aua! Manche Attacken vergiften schon bei der kleinsten Berührung. Hütet euch vor ihnen. Sapsel mich doch einfach nicht voll. Ui, knapp. Knattertox. Knattertox ist Metall. Das Knattertox sieht irgendwie auch anders aus als meins. Komisch. So, brennen. Habe ich gesagt. Ich werde Wacke bis zum Ende standhalten. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Gift nehmen. Fand ich zu obvious. Star-Mobil. Ja, ne? Belag von Knattertox wirkt.
Hä? Was ist hell? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich gerade einfach nur verlesen. Gib dir die Stacheln. Das ist aber frech. Wir spielen hier das Nitro-Ladungsduell. Ich mach Nitro-Ladung, das Auto macht Nitro-Ladung. Ich mach Nitro-Ladung, das Auto macht Nitro-Ladung. Oha, er hat einen Volltreffer gelandet. Ich mach Nitro-Ladung, das Auto macht Nitro-Ladung. Das Auto spratzelt langsam schon. Ich mach Nitro-Ladung. Das Auto macht Nitro-Ladung. Ich mach Nitro-Ladung. Das Auto macht Nitro-Ladung. Das ist ey. Ich mach Nitro-Ladung. Das Auto macht Nitro-Ladung. Ich beende den Kampf. Mit Nitro-Ladung. Wie nutzlos war das gerade? Dun, 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 dun. Meine Gefährten, vergebt mir! Nein. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Vergebt mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Abgefahren. Diese Stiefel sind sowas von abgefahren. Inspiration für diese verleih mir die Attacke Nitro-Ladung. Meine Uniform sieht einfach genau so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Tausend Dank. Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht widerspiegelt, werte Ryoba. Damit wären alle Modifikationen an unseren Uniformen abgeschlossen. Danke, Shugi. Jetzt, wo ihr zwei so bedrohlich ausseht, wird uns so schnell sicher keiner mehr dumm anmachen. Du hast echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, dass diese Idioten damals auf dir herumgehackt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Er entzieht sich dem Verständnis gewöhnlicher Menschen. Okay. Schau an, Shugi, welch ein Temperament. Das Thema geht dir echt zu Herzen. Richtig so, Shugi. Lass dich nicht unterkriegen. Ich finde dich total cool. Okay, als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan, damit wir auch richtig auf Operation Star vorbereitet sind. Als Bosse können wir es uns nicht erlauben, schwächer als andere Teammitglieder zu sein. So ist es. Ich widme mich fortan mit Leib und Seele der Schulung meiner Kampffertigkeiten. Okay. Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will. Gesetz ist Gesetz. Wir müssen unserem Kodex Folge leisten. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als dies hier an euch abzutreten. Team Stars Giftmitglieder besiegt. Die Straße der Sterne. Des Weiteren solltet ihr dieses Gerät besitzen. Es enthält die Anweisung für eine Attacke, mit der man seine Feinde mit Müll bedeckt. Mülltreffer. Anwender schießt mit Müll auf das Ziel, vergiftet diese eventuell. Euer Name lautet Cat, nicht wahr? Ich habe eine klare Niederlage erlitten, bei der Groll und Bitterkeit fehl am Platz wären.
Meister Shugi! Mein Kamerad. Er bestand darauf, dich zu treffen und persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu. Ich brauche nur einen Moment eurer kostbaren Zeit. Weshalb habt ihr mich aufgesucht? Ich wollte euch zur Hilfe eilen, Meister Shugi. Wenn ihr weiterhin dem Unterricht fernbleibt, werdet ihr der Akademie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die einst gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit an jeder Operation hat das ermöglicht. Es wäre nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken haben, der Akademie verwiesen würden. Vergebt mir. Hat euer Boss euch immer noch nicht kontaktiert? So ist es. Seit jenem Tag. Ohne unseren hochgeachteten Big Boss gäbe es das Team nicht. Und ohne das Team wäre jener glückliche Alltag, der nun an der Akademie herrscht, undenkbar. Bis zur Rückkehr unseres noblen Big Boss bleibt uns keine andere Wahl, als alle unsere Kräfte aufzubieten, um die Verstecke zu verteidigen. Wer ist dieser Big Boss, dem ihr so sehr vertraut? Um ehrlich zu sein, war es bisher niemandem von uns gegönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Big Boss beschreibt sich selbst als Außenseiter, der selten einen Fuß vor die Tür setzt. Auslöser dafür sollen wie bei uns die Schikanen niederträchtiger Tyrannen gewesen sein. Das tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahrer Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Uns bleibt also nur das Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Deshalb geht ihr also nicht zur Akademie, Meister Shugi. Aber bitte vergesst nie, dass ihr auch außerhalb von Team Star auf einen Verbündeten zählen könnt, und zwar auf mich. Mein Kamerad. Ich stehe in eurer Schuld. Adai! Mobbing? Unterrichtsverweigerung? Wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben, die Gründe für ihr Handeln sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind. Ich schäme mich, dass ich von all dem nichts wusste. So lange hatte ich geglaubt, dass einzig und allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Da bin ich wohl einem Irrtum unterlegen. Gleich ruft Cassiopeia an. Jo, die Evoli-Tante kommt.